Und damit dreht herzlich willkommen auf meinem großen Kanal. Der Freitag in der Zeit für ein kleines Fluff-Endgame, wo ich für mir Six Horrors at Toonies 3 New Dawn. Sieht schon mal ziemlich funny aus. Ich habe schon mal Six Horrors gespielt. Ein Part. Toonster Games. Wollen wir mal kurz hüsteln? So, nice. Hour one. Oh, Leute, ich bin mal so gespannt hier, ne? 1 hour, no military. Was? Use the audio to defend yourself. If your opportunity is in the hall, play the audio to make him back to the room. No keyboard consoles in this room, probably in the next room. Aha. What? Gibt's hier ein Gimmick? Honky Donkey. Honky Donkey. Honky Donkey. It is nice. I love it. Honky Donkey. Honky Donkey. Geil. Das gefällt mir schon, das Spiel. Das könnte spaßig werden. Also jetzt hier bei der ersten Stunde braucht man noch keine Tastatur. Let's eat pizza. Oh ja, pizza. Oh, auf das hätte ich jetzt gerade Bock. Wegmachen hier. Honky Donkey. Honky Donkey. Honky Donkey. Ja, ich bin immer noch hier. Was steht da für ein paar Klangart? So have fun, Kiddies. Oh ja. Let's have fun. What? 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 Signal interrupted? What? Honky Donkey. Da wackelt er schon. What? Ah, oh, das ist cool. Ich finde das crazy, oder? Das ist crazy. Vor allem hier das Köpfchen. Das finde ich so geil. Also ich muss sagen, die Animatronics hier, also Mr. Toony, Schnupelpup da, ist schon geil gemacht, muss ich sagen. Nicht der übliche Freddy Fredbear-Fool, wo man schon immer wieder das Gleiche hat, sondern der Toony, der Toonstar, ist schon crazy. I like it. I like it. Was? Nur was? Der holt mich tot. In der Hall. Das ist Audio. Noch ist halt eine Party Area.
Gibt's hier noch was anderes? Irgendwie vielleicht noch ein kleines. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich meine, ich schaue immer, da kommt hier die Pfeife. Der Pizzabote des Todes. Ich habe Kopf auf der Schulter. Ich bin ein crazy animal. Der Kopf. Da guckt mal an hier. Schleichwerbung oder was? Das ist aber auch ungewöhnlich, oder? Dass man so offensichtliche Werbung macht. That's not good. What? Hello? My friend? Hello? Ich weiß, ich nerv. Nein! Nein, was mache ich denn? Ich depp! Hallo? Hallo? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Oh, es ist abgefahren hier! Was ist das für ein Sound? Da kriegst du die Krise hier! Wieso steht es wieder da? Hä? Honky Donky? Honky Donky? Oh, was mache ich denn immer hier? Doofkopf. Oh, seht ihr nur noch 7 Minuten, Leute. It's only 7, 6 minutes. And then we can go home. Ah, 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 ah. Kommt keiner? Er wackelt da oben herum. Macht er dumm, wackelt er rum. Wackelt er rum, macht er dumm. What? Ich erzähle wieder eine Scheiße heute. Wir haben die erste Stunde überlebt. Follow. Aua. Go back. What? Mal schauen, was wir jetzt machen müssen. Hold control to hide under the table if your platoon is near. Oh. Addresses are located, unlocated, unlocated. What? Was geht ab? Left hallway, located. Ich sehe doch gar nichts. Was located? Left hallway? What? Ich jetzt links soll es wahrscheinlich heißen, dass man links jemand gesichtet hat. Denke ich mir mal. Show stage. Aha. Bam. Finde ich cool, dass es ein bisschen abwechselnd ist, dass nicht immer hier nur stur in der Office ist. Sich das Ganze abspielt 1975 Spying Sheriffs. Es ist
sondern dass man verschiedene Sachen durchspielen muss. Das finde ich cool gemacht in dem Spielchen. Ist auch schon ein bisschen älter jetzt, aber das wollte ich schon lang mal spielen, weil mir eben das andere Tunis da, wo ich gespielt habe. So viel Spaß gemacht hat, da habe ich mir gedacht. What? Da haut er ab. Game over. Shit! So eine Rotzkacke hier. Ne, weil mir das anders so viel Spaß gemacht hat, da wollte ich das schon lange mal spielen, hat es aber total vergessen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Hier gibt's kein... Hier gibt's gar kein... Schade eigentlich. Hat ihn lokalisiert. Links. Is he coming? Komisch, ich habe den vorhin gar nicht gesehen. Boop. Erschreck. Ich muss doch, also, es kann ja nicht sein, dass ich ja schon in die zweite Nacht drauf gehe, oder? Oder in der zweiten Stunde, besser gesagt. Nee. Einmal ein bisschen besser. Ich hänge hier als rum. Das gibt's ja wohl nicht hier. So. Schaut mir doch mal in die Kommentare, wie euch das Spielchen so gefällt. Oder ob ihr das schon gekannt habt. Wahrscheinlich schon, ne? Ich bin halt immer noch in der Findungsphase, ne? Ich. Wenn es mal so ein, zwei Tage nichts Neues gibt, wo ich spielen kann, was erscheint, dann muss ich mich halt immer so durchsuchen bei älteren Sachen, wo eine gute Bewertung haben, so eine einigermaßen gute Bewertung haben. Und ich möchte dann halt auch mal spielen, um zu sehen, um Erfahrung zu sammeln, sozusagen, ne? Um mitreden zu können. Lass mich doch auch was sagen. Ja, du alter Sack. Du musst gerade doch das Maul aufmachen. Ju. Ich gebe gerne meinen Senf dazu. Bin mal gespannt, was man noch alles machen muss. Zum Beispiel in der dritten Stunde oder so. Es sind ja 6 Stunden. 6 Hours heißt ja auch das Spielchen. Ne? Na. Ich möchte nicht schon wieder drauf gehen, Leute. Absolut nicht. Dafür habe ich hier nicht meine Zeit.
zum Draufgehen. Nein, 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 nein. I want to arrive. The second hour. Where is Toonie? Toonstar. Having fun is what? Hört Herzschlag? Mein Herz schlägt. Gerade geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Aber die Drehstunden, die wird noch gehen. Falls ich die überlebe. Falls ich sie überlebe. Nur nicht so früh. Jo. Das müsste es eigentlich gewesen sein, oder? Ist eigentlich ziemlich easy noch. Die erste Stunde war sowieso easy. What? Verarsch mich bloß nicht jetzt. So kurz vor Schluss. Habe ich keine Lust hier, da der Verarschungs-Dingsbummens da. Ihr wisst, was ich meine. Verarschen kurz mir anders mal. Ob er nicht heute. Die on another day. Yes. Yes. Strike. Hour 3. Die dritte Stunde bricht an. Was müssen wir jetzt alles tun? Nur nicht zu viel. Pass control to use the Gemma Physium with night vision. Night vision must be off to use the Gemma. Oh no. Also um uns sehen zu können, müssen wir die Night Vision auch reinmachen. Und um den Jammer zu betätigen. Elektromorsch. Wo sind wir denn hier eigentlich? Warum wackelt. What? Ich kann das sonst nicht tun. Ah, schon crazy gemacht, finde ich. Jammer Cooldown. Ah, das dauert eine Weile, bis man da runtergekühlt ist. Ah, so eine Scheiße. Aber schon, das finde ich schon cool. Must be off to use the jammer. Komisch, ich hab's doch gerade gemacht. What? Wo sieht man, dass es hier so wackelt? Auf dem Schiff oder was? Könnte sein, oder? Von der Location her wird es ja eigentlich passen, dass wir auf dem Schiff sind oder so. Aber dass ein Schiff so wackelt heutzutage. Da heißt auch, Night Vision must be off. Jetzt habe ich es einmal off gemacht, dann war man tot. Ich probiere es jetzt nochmal. Also man muss im Night Vision Modus sein. Aber das stimmt ja nicht. Hier heißt ja, Night Vision must be off to use the jammer. Also heißt, in diesem Modus jetzt, nicht Night Vision, kann man den Jammer benutzen. Aber das klappt ja nicht. Es klappt nur, wenn man hier ihn sieht. Verarschen kann ich mich selber hier. Hey. Ich liebe es ja, wenn es so abwechslungsreich ist. Und das finde ich cool. Immer eine andere Location. Da
Da hat sich der Entwickler schon ein bisschen Mühe gegeben. Muss ich sagen. Vor allem wird sein Dein auf keinen Fall langweilig, würde ich jetzt sagen. Oder behaupten. Aber nach der Stunde ist auf jeden Fall mal Schluss für den ersten Part. Wird auf jeden Fall noch einen zweiten Part geben, ist ja logisch, ne? Freut euch drauf. Höchstens er sagt, Rosti, komm, lass es, du bist eh so eine Oberlusche. Und selbst dann würde ich es weiter spielen. Warum? Weil ich es kann. Nee, weil ich es einfach tue. Bei mir macht es voll Spaß hier. Und ich hoffe, ich kann euch auch ein kleines bisschen von dem Spaß rüberbringen. Würde mich freuen. Und bevor ich es am Schluss vergessen sollte, ihr wisst ja, bei Let's Plays, wenn jemand Let's Plays macht oder so, jeder bittet und bettelt so um Likes und Kommentare und blablabla. Aber es ist wirklich so, weil wenn man nicht hier so ein bisschen Reaktion bekommt in Form von Kommentare oder Likes, dann verliert man echt schnell die Lust. Es geht mir ja nicht hier ums Geld verdienen, weil dafür bin ich ja eine kleine Made oder so. Aber es motiviert einen, wisst ihr. Darum, wenn ihr ein Däumchen übrig habt, ich freue mich. Und vor allem schreibt was. Das wird mir sehr viel Spaß machen, zu lesen, zu kommentieren, antworten. Fragen über Fragen. Und er wackelt vor sich hin. Vergessen zu jammen. Dum, 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 dum. Kommt er nochmal? Die Geräusche, die Reiz macht, oder? Man könnte meinen, ja, kommt wunder was, dann kommt er hier mit seinem Honk auf der Schulter. Tschüss. What? Scheiße. Ich hab's verbockt. Was, noch 20 Minuten? Das geht ja noch ewig. So. Jetzt krieg ich ja noch voll die Krise. Man kann immer so schlecht die Geräusche dann zuordnen. Ist ja jetzt da, ist ja nicht da. Die Kacke hier. Was soll das? 11 Minuten. So lange auf, Leute. Jetzt bloß nicht am Schluss, so kurz vor dem Schluss wieder verkacken hier. Das wäre natürlich wieder der Oberburner, ne? Verkack's hier voll in der letzten Minute oder so. Aber dann hau ich mir die Fresse ein. Nein, wir machen keine SM-Spiele. Nein. Verkack's nicht, alter Mann. Dreh ich den allerwertesten. Oh ja, tritt mich. What? Oh, what our pause. Strike, mini game.
What? Oh, this is nice. Oh yeah, guckt euch an, eine Butteli. Oh, Bütteli. Wo läuft er denn hin? Oh, ein Bäumchen. Und da oben drauf? Ich kann nur laufen. In eine Richtung. What? Ein Galgen? What? Was geht ab? Oh. Hour 4. Ja, Freunde der Nacht, aber diese vierte Stunde, die wird es erst in einem weiteren Part geben. Ich hoffe, ihr hattet gleich ein bisschen Spaß. Bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Wir haben... Oh. Wir machen mal die Schleichwerbung weg, oder? Wir haben 3 Stunden schon überlebt und wie gesagt, die vierte Stunde, die gibt es in einem weiteren Part. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Wie gesagt, lasst mir ein Like da, schreibt was Schönes in die Kommentare, dann freut sich der Papa drüber. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet und bis dahin, genießt das Leben, enjoy the life, habt Spaß miteinander und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö mit der Thank you and goodbye. Enjoy your life. I love you, my friends. Bye-bye. Das war 6.